Hey Leute, ich bin's Conny und heute zeige ich euch, wie ihr euer allererstes eigenes Roblox-Spiel erstellt. Und diesmal bedeutet das nicht, dass ihr einfach schon fertiges Spiel kopiert, sondern ich zeige euch, wie ihr von null auf ein eigenes Spiel erstellt. Und zu einem eigenen Roblox-Spiel gehört erstmal eine Menge dazu. Deswegen habe ich immer erst sehr viele einzelne Tutorials hochgeladen und euch gesagt, lernt erstmal dies, das und jenes, lernt erstmal Coding, Building, bla bla bla, bevor ihr euch an euer erstes komplettes Spiel ranwagt. Und dann versucht erstmal eine Obby zu erstellen, wenn man dafür noch nicht viel können muss. Und das hat auch einen Grund, weil ein Roblox-Spiel ist auch eine Menge Arbeit. Und die Arbeit, die werden wir uns heute machen. Und wie ich eben schon angedeutet habe, als allererstes Roblox-Spiel eignet sich immer, erstmal eine Obby zu erstellen, da man da noch nicht auf so viel achten muss, da man da noch nicht so viel machen muss und man am Ende dann doch schon ein fertiges Spiel stehen hat. Obbys sind ziemlich gut für Anfänger geeignet, damit ihr erstmal so die Grundlagen versteht. Aber um die Grundlagen der Grundlagen kommt ihr nicht drum herum. Deswegen empfehle ich euch, schaut euch vorher meine Coding-Lernserie an und schaut euch vorher zumindest mein Roblox Studio Lernvideo an. Beide sind jetzt hier oben rechts auf dem i verlinkt. Bei Coding Lernen geht es natürlich um die Grundlagen vom Coding mit Roblox Lua. Und bei dem Roblox Studio Ding geht es vor allem erstmal darum, wie ihr euch in Roblox Studio bewegt und auch baut. Denn auf diese Sachen werde ich in dem Video nicht eingehen, sonst würde das Video ewig dauern. So, falls ihr dann in dem Video an irgendeiner Stelle seid, die ihr nicht ganz versteht, dann macht es einfach so, wie ich mache, nach. Ihr werdet schon weiterkommen. Vielleicht stellt ihr das Video noch auf halbe Geschwindigkeit. Das könnt ihr unten bei den Einstellungen bei YouTube machen. Und wenn ihr zu irgendeinem Thema ausführlichere Erklärungen haben wollt, ich verlinke auch immer oben rechts auf dem i ein Video, in dem ich das, was ich gerade mache und nicht so ausführlich erkläre, auch ausführlicher erkläre. Aber ich würde sagen, wir fangen dann gleich mal an. So, angekommen in Roblox Studio haben wir erstmal nur unsere Baseplate. Und um eine Obby zu erstellen, braucht ihr natürlich als allererstes eine Map. Wer von euch nicht weiß, wie man eine Obby erstellt, habt ihr mir eben nicht zugehört, schaut euch mal ein Roblox Studio Lernvideo an. Da lernt ihr, dass ihr oben auf Part klicken könnt, ein Part positionieren könnt, auf Anchor drücken könnt, dies, das, jenes, wie es größer, kleiner macht, verschiebt. So, und dann haben wir hier erstmal unsere erste Obby-Stage gebaut. Das Ganze skippe ich erstmal. So, und jetzt habe ich die Obby-Map erstmal so grob gebaut, damit wir damit anfangen können. Ihr könnt die Obby so bauen, wie ihr wollt. Euch stehen alle kreativen Freiheiten offen. Aber ich muss ja erstmal vorankommen, deswegen reicht das hier auch erstmal vom Aufbau her. Die Baseplate hier, die kommt erstmal weg. Ich packe die in den Server-Storage rein, damit wir einfach nur noch das haben. Und zu einer Obby gehört ja nicht nur die Map, sondern auch die Checkpoints, damit man nicht die komplette Obby von Anfang bis Ende durchmachen muss. Wobei das bei der Obby hier ja wohl ziemlich einfach möglich ist. Deswegen braucht man ein bisschen Ordnung. Ich habe hier im Workspace einen Folder erstellt. Einen Folder erstellt ihr durch Plus und dann einen Klick auf den Folder. Hab den dann umbenannt und dort alle Parts für die Obby reingemacht. Und jetzt erstelle ich einen weiteren Folder. Und der Folder ist dann für die einzelnen Stages da. Deswegen nenne ich den auch Stages. Und hier nehme ich dann auch wieder einen einfachen Part rein. Schieb den hoch. Mach den ein bisschen kleiner. Und das Part, das ich hier genommen habe, das nehme ich aus dem Map-Folder raus und packe es dann in den Stages-Folder rein mit Steuerung, Shift und V. So, ein häufiger Fehler, der gemacht wird bei Obbys, ist, dass diese Checkpoints in die falsche Richtung gucken und wenn man dann zum Checkpoint teleportiert wird, guckt man in die falsche Richtung und läuft automatisch die Obby auch in die falsche Richtung wieder zurück. Damit das hier nicht passiert, klicken wir hier bei dem Part einmal aufs Plus, fügen dann ein Surface GUI hinzu und in diesem Surface GUI können wir hier auswählen, das soll an der Front gezeigt werden. Das bedeutet, wo auch immer das zu sehen ist, ist vorne. Und damit wir überhaupt was sehen können, klicken wir hier aufs Plus und fügen ein Textlabel hinzu und laufen hier einmal rum und sehen, das ist Front. Das bedeutet, das Ding guckt schon in die falsche Richtung. Also wie ich es ausdrücke, Steuerung R und Steuerung R und jetzt guckt es in die richtige Richtung. Das Ganze können wir dann auch richtig labeln und ich mache jetzt einmal die ganzen Checkpoints schnell durch. So, und jetzt haben wir unsere ganzen Checkpoints erstellt. Die sehen jetzt bei mir so aus. Ich habe die sogar schon gelabelt mit einmal Front und einmal auf Top habe ich einen Pfeil, der in die richtige Richtung zeigt. Ihr könnt die Checkpoints natürlich auch alle einen nach unten packen. Vielleicht nur einen. Oder ich mache den einen halben Block nach unten, so passt das schon. Diese Parts sind für zwei Sachen da. Erstens, wenn man das Teil berührt, dann wird der Checkpoint gespeichert und wenn man respawnt, dann spawnt man genau an die Position dieses Checkpoints und die Position von so einem Part ist immer genau in der Mitte. Das heißt, jetzt, wo ich das so mittig hier drauf platziert habe, bedeutet das, dass man wirklich mittig oben auf dieser Fläche spawnt. Ich werde den Code auch so schreiben, dass das Part unsichtbar wird. Ich werde es aber auch erstmal so lassen, dass dieser Pfeil hier trotzdem zu sehen bleibt, einfach so. Das könnt ihr natürlich sein lassen. Und wichtig ist, ich habe die Stages gelabelt. Stage 1 hat hier den Namen 1, Stage 2 heißt 2, 3 heißt 3, 4 heißt 4, 5 heißt 5, weil irgendwie muss man ein System in seine Obby bringen, damit man weiß, wann kommt was. Deswegen macht das so, dass ihr hier alle Stages durchgeht, die entsprechend benennt. Ich habe jetzt eine Obby mit 10 Stages, hier unten ist Stage 10. Und jetzt, wo wir den Grundaufbau geschafft haben, geht es dann endlich an das Coding ran. So, wenn man ein eigenes Spiel codet,
dann ist es immer angebracht, sich am Anfang einen Plan zu machen. Ich erstelle jetzt einfach mal ein Script. Das müsst ihr nicht machen. Das ist einfach nur, damit wir planen können. So, wir brauchen erstmal ein Obby-Modul. Und das Obby-Modul muss was können? Es muss erstmal die ganze Obby für sich speichern und kennen. Sprich, so das Grund-Setup. Es muss in der Lage sein, zu sagen, welche Stage ist die nächste, welche Stage ist vor welcher Stage. Es muss in der Lage sein, Spieler von einer Stage zur nächsten Stage zu teleportieren und natürlich auch für die Spieler die aktuelle Stage setzen und getten entsprechend. Und da kommen wir zu dem nächsten Punkt. Wie setzen und getten wir die Stage? Wir müssen für jeden Spieler seine Spielstände speichern. Das heißt, wir brauchen auch ein weiteres Modul und das müssen wir vorher machen, um die Spielerdaten zu speichern. Ich nenne das jetzt einfach mal den Datenmanager, weil ich das in einem anderen Tutorial auch schon mal so genannt habe. Und er speichert und lädt die Spielerdaten. Als allerletztes brauchen wir noch einen Manager, der sich einfach um die Spieler kümmert. Das nenne ich einfach mal das Spieler-Script. Und das handelt alle Spieler. Also Spieler-Edit, Character-Edit. Es kümmert sich darum, um die Spieler zu spawnen, zur richtigen Stage teleportieren. Und ich habe beim Obby-Modul schon geschrieben, Teleport. Und das Obby-Modul wird auch die Teleports handeln. Aber das Spieler-Script wird dann sagen, wann welcher Spieler teleportiert werden soll. Die kommunizieren also untereinander, genauso wie das Obby-Modul auch die Stages setzt und gettet von dem Datenmanager. Das heißt, die bauen aufeinander auf. Wir brauchen erst den Datenmanager, dann das Obby-Modul und dann das Spielerscript. In der Reihenfolge bauen die dann aufeinander auf. Und in diesem Spielerscript müssen dann auch solche Sachen gemacht werden, wie den Spielertod zu checken, vielleicht die Falldistanz zu checken. Das machen wir aber vielleicht in einem anderen Video. Deswegen schreibe ich es erstmal nicht auf. Und es muss die Remote Events handeln für die Client-Server-Kommunikation. Das sind die drei Sachen, die wir brauchen und damit fangen wir jetzt an, um genau zu sein, mit dem Datenmanager. Und weil ich schon ein Video zu Datenmanager, Leaderstats und so weiter gemacht habe, das ist jetzt oben rechts auf dem i verlinkt, werde ich darauf jetzt nicht so genau eingehen. Ich drücke hier auf Plus, füge dann ein Module-Script hinzu, benenne das Module-Script um in Datenmanager und benenne das Modul dann entsprechend auch um in Datenmanager und hier dann auch Datenmanager. So wie in dem Video, das ich euch auf dem i verlinkt habe, werden wir das Ganze mit Profile-Service machen. Wenn ihr nicht wisst, was Profile-Service ist, wie man das kriegt, schaut euch das Video auf dem i an. Ich gehe jetzt hier oben auf View, dann auf die Toolbox, weil ich habe mir Profile-Service abgespeichert und ziehe das in mein Spiel rein. Das Profile-Service-Modul schiebe ich in den Datenmanager rein und ganz oben in der allerersten Zeile schreibe ich dann erstmal Local. Profile-Service ist gleich Require in Klammern Script Doppelpunkt Find First Child Profile-Service. Also der Datenmanager braucht auf jeden Fall Players. Also sagen wir Players ist gleich Game Doppelpunkt Get Service Players. Und einfach nur, um es euch mal zu zeigen, wie man auch anders Spieler Left handhaben kann, arbeiten wir hier nicht ausschließlich mit Players, sondern auch mit dem Collection Service. Das heißt Local Collection ist gleich Game Doppelpunkt Get Service Collection Service. So, im Datenmanager haben wir dann natürlich unser Dictionary nur für die Spielerprofile, das heißt, wir schreiben hier einmal Datenmanager.profile ist gleich Klammer auf Klammer zu. Und wir erstellen auch unser Profile Template. Das mache ich einfach mal in einer lokalen Variable, weil wir es ja sowieso alles klauen werden. Das heißt, unser Profil Template ist gleich ein Dictionary. In dem Dictionary gibt es einmal den Value Max Stage. Das ist dann die höchste Stage, die jemand in der Obby geschafft hat. Die steht standardmäßig auf 0. Und dann schreiben wir Komma und die Current Stage. Und das ist halt die Stage, bei der sich der Spieler gerade befindet. Und die steht dann auch erstmal auf 0 standardmäßig. Und jeder, der weiß, wie man mit Profile Servers umgeht, weiß, wir müssen erstmal den Profile Store bekommen. Das heißt, wir schreiben hier Profile Store ist gleich Profile Service.get Profile Store. In Klammern. Und hier schreiben wir dann, ich packe das einfach mal in eine neue Zeile, damit es leserlicher für euch ist. In Anführungsstrichen Spielerdaten, so nenne ich das. Ihr könnt den Store auch anders nennen, wenn ihr möchtet. Dann schreibe ich Komma und schreibe in die nächste Zeile einfach das Profil-Template. Das ist das Template, das wir hier oben erstellt haben. So, dann nehme ich hier mal ein bisschen Abstand, weil oben haben wir jetzt schon mal alles festgelegt, was wir festlegen können. Als nächstes schreibe ich erstmal Local Function und die nennen wir, weil wir es immer so machen, Do Something with a loaded profile. Und in die Funktion nehmen wir den Spieler und das Profil rein. Der Spieler ist natürlich ein Player und das Profil ist ein Dictionary, für das ich jetzt nicht extra ein Type erstellen möchte. In die Funktion schreibe ich erstmal nichts rein, zu der kommen wir später, weil es chronologisch Sinn macht, erstmal den Rest zu schreiben. Und zwar als allererstes unsere Player-Edit-Funktion. Dafür schreibe ich hier Local Function
Player Edit. Und die ist der ganz normale Aufbau. Player Edit Spieler, Doppelpunkt ist ein Player. Local Profil ist gleich Profile Store, Doppelpunkt Load Profile Async. Und nun brauchen wir eine unique ID für jeden Spieler. Und da schreibe ich einfach Spieler unterstrichen und dann die Spieler User ID. Hier wird dann das Profil geladen. Und wir machen jetzt den Check. If not Profil, then Spieler Doppelpunkt Kick und Return. So, wenn das Profil jedoch existiert, dann sagen wir erstmal Profil Doppelpunkt Add User ID. ID natürlich groß. In Klammern Spieler.UserID. Dann natürlich noch Profil Doppelpunkt Recon Kyle. Und dann Profil Doppelpunkt Listen to Release. Klammer auf, Klammer zu. Hier kommt dann eine Function rein. Und in der Funktion sagen wir dann Datenmanager.Profile in eckigen Klammern Spieler ist gleich nil. Und falls der Spieler noch im Spiel sein sollte, Spieler Doppelpunkt Kick. Hier könnt ihr gerne was reinschreiben wie ey Bro, du solltest nicht in Klammern mehr hier sein. Kannst gerne wieder joinen. Das passiert natürlich sehr selten. Also die Nachricht werden nur in den allerseltensten Fällen, wenn irgendwas schief läuft, mal jemand zu Gesicht bekommen. Genauso könntet ihr hier natürlich auch reinschreiben, dein Profil konnte nicht geladen werden. Punkt. Versuche es später erneut. Das passiert dann wahrscheinlich nur dann, wenn Roblox Data Stores gerade mal wieder Probleme haben. Also nachdem wir Listen to Release festgelegt haben, checken wir nochmal, ob der Spieler noch im Spiel ist. Also sagen wir if Spieler Doppelpunkt is descendant of players, then Datenmanager.Profile in eckigen Klammern Spieler ist gleich Profil. Dann callen wir die Funktion do something with a loaded profile zusammen mit dem Spieler und dem Profil. Und falls der Spieler zwischenzeitlich halt das Spiel verlassen haben sollte, schreiben wir hier ein else rein und sagen dann einfach Profil Doppelpunkt Release. Kicken brauchen wir nicht, weil der Spieler ist ja gar nicht mehr im Spiel. Jetzt schreiben wir noch die Gegenfunktion und zwar Player Removing Function Player Removing in Klammern Spieler und der ist ein Player. Falls ihr nicht wisst, wofür dieses Doppelpunkt ist, ihr könnt es einfach sein lassen. Das ist dafür da, um den Datentyp festzulegen. Das hilft euch einerseits bei der Autovervollständigung und andererseits werden euch dann Fehler angemerkt, wo ihr welche getan habt, sofern ihr zumindest die Types alle richtig festlegt. Und wenn Spieler aus dem Spiel entfernt wurde, dann sagen wir erstmal Local Profil ist gleich Datenmanager.Profile in eckigen Klammern Spieler. Und jetzt sagen wir, if Profil ist gleich null, then return end. Weil dann ist das Profil schon weg. Und falls das Profil doch noch existieren sollte, dann sagen wir Profil Doppelpunkt Release. So, die beiden Funktionen müssen natürlich gecallt werden. Dafür nehme ich nochmal ein bisschen Abstand und schreibe hier jetzt einmal rein Players.PlayEdit Doppelpunkt Connect. Und dann sagen wir einfach PlayEdit. Und anstatt dasselbe noch mit Player Removing zu machen, machen wir es mal mit Collection. Und zwar, wir sagen jetzt Collection Service Doppelpunkt Get Instance Removed Signal in Anführungsstrichen Spieler Doppelpunkt Connect Player Removing. Das heißt, wenn eine Instance mit dem Tag Spieler entfernt wird, dann wird die Removing-Funktion gecallt. Und das ist in der Regel zuverlässiger als Players.PlayerRemoving, weil PlayerRemoving wird nicht in jedem Sonderfall gecallt, wie zum Beispiel, wenn der Server abstürzt oder so. Oder wenn halt beim Spieler der Client abstürzt, kann es auch dazu führen, dass PlayerRemoving nicht gecallt wird. Deswegen machen wir es hiermit. Aber damit das auch funktionieren kann, müssen wir auch den Tag Spieler für jeden Spieler setzen. Und dafür gehen wir jetzt hoch zu der Funktion Do Something With A Loaded Profile. Das ist das Erste, was wir machen, erstmal wieder der Collection Service, Doppelpunkt, Add Tag zum Spieler und der Tag heißt dann Spieler. Und das wär's. Jetzt funktioniert das auch mit Player Removing über den Collection Service. Jetzt müssen wir nur noch einen Fall abdecken und zwar, was wenn das Spiel noch nicht fertig geladen ist, aber andere Spieler schon im Spiel sind. Also nur für den Fall. Dann sagen wir einmal vor, Unterstrich, Komma, Spieler in Pairs, Players, Doppelpunkt, Get Players, Do. Mach hier mal so einen kleinen Abstand. Und schreibt dann einfach nur rein Coroutine.Wrap Player Edit Klammer auf Klammer zu und hier schreiben wir dann Spieler rein und der Spieler ist der, den wir hier oben festlegen als Variable und damit werden dann auch alle Spieler, die bereits im Spiel drin sind, bevor das Modul geladen ist, auch bedient. So, jetzt haben wir echt lange Zeit damit verbraucht, das Basic Setup für unseren Datenmanager zu bauen, aber dafür müssen wir das jetzt nie wieder machen. Jetzt können wir endlich anfangen, uns um die spieleigentlichen Sachen zu kümmern und zwar hier in der Funktion Do Something With A Loaded Profile gehe ich einmal rein und wir erstellen jetzt die Leader Stats. Local Leader Stats sind gleich Instance.new
Folder. Leaderstats.name ist gleich in Anführungsstrichen Leaderstats. Da ist es wichtig, dass L muss klein geschrieben werden. Und Leaderstats.parent ist gleich Spieler. Und jetzt erstellen wir noch die zwei Values, einmal für Max Stage und Current Stage. Ihr könnt es natürlich nicht machen, aber wir werden später auch die Leaderstats für die Server-Client-Kommunikation nehmen, weil es uns so einfacher fällt. Deswegen werden wir das beides in den Leaderstats darstellen. Wie man das macht, solltet ihr schon wissen. Falls nicht, schreibt es jetzt einfach ab. So, die Values sind erstellt und wir erstellen jetzt noch einen Loop, der die Werte permanent updatet. Das heißt, wir schreiben coroutine.wrapFunction, Klammer auf, Klammer zu. So, wichtig hier hinten noch einmal Klammer auf, Klammer zu, damit es auch ausgeführt wird. Und dann sagen wir, while task.rate, Punkt 1, das reicht, öfter müssen wir nicht aktualisieren. And Profil Doppelpunkt is active, weil falls das Profil nicht mehr aktiv ist, weil es vielleicht released wurde oder sonst was, brauchen wir auch nicht mehr aktualisieren, dann kann das abgebrochen werden. Do MaxStageValue Punkt Value ist gleich Profil.data.maxstage. Und dasselbe machen wir dann auch hier. Wir können eigentlich genau diesen Wert hier übernehmen. So, damit werden die Werte permanent aktualisiert. Also zumindest alle 0,1 Sekunden. Der Datenmanager ist komplett fertig. Hieran brauchen wir nichts mehr rütteln. Der ist da. Wir gehen zurück in unsere Übersicht. Datenmanager ist jetzt abgehakt. Also packe ich hier einen Haken ran. Und jetzt geht's zum Obby-Modul. Dafür klicken wir hier wieder auf das Plus. Module Script. Und schreiben hier in den Namen dann Obby-Modul rein. Das Modul nenne ich natürlich auch hier drin jetzt erstmal um in Obby-Modul. Und das hier nenne ich auch in Obby-Modul. Und Leute, um das Video einmal aufzulockern, gehe ich hier ins Spiel rein. Wir sehen, es passiert noch gar nichts. Weil wir haben bisher nur ein Modul erstellt, das wird gar nicht gecallt. Dementsprechend passiert nichts. Wenn wir das Modul callen würden, würden hier jetzt in den Leaderstats unsere Max-Stage und unsere Current-Stage stehen, die nicht aktualisiert werden. Die werden also permanent auf 0 stehen. Das Spiel ist immer noch zu nichts in der Lage. Aber kommt jetzt erstmal runter, ruht euch ein bisschen aus, macht vielleicht eine Pause, trinkt einen Tee oder sonst was. Weil ihr habt jetzt schon viel geschafft. Und falls euch das ein bisschen zu viel mit dem Coden ist, könnt ihr euch natürlich auch meinen Code runterladen. Dafür müsst ihr jedoch Mitglied auf meinem Kanal sein. Mitglieder Tier 2 oder Tier 3 können auf meinem Discord-Server in einem bestimmten Channel die Codes aus meinen Tutorials herunterladen. So, jetzt aber mal weiter mit dem Obby-Modul. So, und weil ich hier wahrscheinlich viele Funktionen schreiben muss, die ich nicht schreiben will, importiere ich jetzt erstmal meine Library, in der Funktionen drin sind, die ich halt auf die ich halt echt keinen Bock habe, die immer wieder neu zu schreiben. Sowas wie Debounces zum Beispiel. Die heißt Conny Library, ihr könnt sie nennen, wie ihr wollt. Und da schreiben wir dann require 90299177264. Ihr könnt euch die Library natürlich auch auf Roblox angucken. Ihr könnt sie herunterladen. Ich habe sie hier in der Toolbox drin. Heißt Conny Library. Ich ziehe die einfach mal rein. Die sieht dann einfach so aus. Hier sind ein paar Funktionen drin und die Funktionen werden wir dann auch einfach alle callen. Zum Beispiel der Gatekeeper ist mein Debounce. Und wenn ihr nicht mit meiner Library arbeiten wollt, dann schaut einfach in die Library rein und kopiert euch den Spaß raus, der da drin steht. Und dann funktioniert das genauso an den Stellen. So. Als nächstes holen wir uns den Datenmanager. Local Datenmanager ist gleich require script.parent. Doppelpunkt, wait for child, in Anführungsstrichen Datenmanager. Damit wird der Datenmanager dann required, aber es wird ja immer noch unser Obby-Modul nicht required. Dementsprechend würde immer noch nichts passieren. Und womit arbeitet unser Obby-Manager? Er arbeitet auf jeden Fall mit dem Workspace, deswegen sage ich local vs ist gleich game.getService. Workspace, ihr könntet auch game.workspace schreiben, nur das ist für den Fall, falls das so schnell geht, dass der Workspace noch nicht geladen ist, sehr unwahrscheinlich, aber nur für den Fall haben wir dadurch jetzt vorgesorgt. Wir wissen Bescheid, soll die Obby setupen und für die Orientation sorgen und deswegen brauchen wir auch erstmal Orientation hier im Workspace. Wir haben hier den Stages-Folder. Die Map ist komplett unwichtig, aber die Stages sind wichtig und deswegen getten wir das auch und schreiben hier einfach Local Stages Folder ist gleich Workspace Doppelpunkt Wait for Child. Da ist es wichtig, dass ihr Wait for Child macht, weil die Stages werden wahrscheinlich noch nicht da sein in einem richtigen Spiel. Stages Doppelpunkt Get Children. Jetzt haben wir schon mal alle Stages bekommen. Wichtig, packt in den Stages Folder nur die Stages rein und benennt sie auch richtig nach der Reihenfolge mit den Zahlen. Sonst haben wir ein kleines Problemchen. So, und jetzt sorgen wir hier für uns erstmal für ein bisschen Ordnung, indem wir Sachen schreiben wie Obby-Modul.stages ist gleich ein Table. Und in dem Table, das müsst ihr wieder mal nicht machen, aber ich mache es, damit wir Bescheid wissen. Der Table ist so strukturiert, er ist ein Table, welcher indiziert wird mit einer Number. Und in der Number ist dann das Part drin. Sprich, in dem, wenn ich jetzt sage Obby-Stages 1,
dann kommt am Ende dieses Stage Part 1 raus. So wollen wir das haben. Und des Weiteren haben wir dann noch Orbimodul.Spieler. Und hier werden die Spielerdaten erstmal zwischengespeichert. Wir könnten zwar immer direkt auf die Spielerdaten zugreifen, aber ich will euch einfach zeigen, dass wir das auch sinken können zwischen den zwei Modulen, indem wir es einfach re-requiren. Das heißt, das ist auch ein Ordner. Ihr könnt es natürlich genauso vom Datenmanager übernehmen. Ich will euch einfach nur zeigen, dass das geht. Deswegen machen wir das so. Und das ist dann auch wieder ein Table. Und damit wir hier jetzt nicht zu viel Kauderwelsch schreiben, wie gesagt, das müsst ihr nicht mitschreiben. Das ist nur für die eigene Übersicht. Ich schreibe das einfach mal so hier. Und dieser Table oder dieses Dictionary wird indiziert mit Spielern. Die sind natürlich Type Player. Und beinhaltet dann wieder ein Value, welcher dann wiederum wieder ein Table ist. Und dieser Table beinhaltet dann die Daten, die auch gespeichert werden. Sprich, das wird indiziert durch den String MaxStage. Und das ist eine Number. Und auch durch CurrentStage. Und das ist auch eine Number, damit wir Bescheid wissen. Jetzt, wo wir die Theorie für das Modul hier hinter uns haben, können wir uns langsam mal um die Praxis kümmern. Und zwar mit der ersten Funktion. Und die Funktion nennen wir dann Orbimodul Doppelpunkt Setup Stages. Das müssen wir nicht unbedingt ins Modul reinpacken, weil wir die Funktion nur einmal callen werden. Aber ich packe sie trotzdem rein, weil ich es kann. Und in der Theorie ist das jetzt ganz einfach. Wir sagen einfach for unterstrich, stage. Stage ist ein Part. In Pairs. Stages Folder. Und Stages Folder, wissen wir, ist schon der Stages Ordner, bei dem wir getChildren gecallt haben. Jetzt checken wir erstmal if not toNumber stage.name. Also falls der Name von der Stage keine Nummer ist. Oder not stage Doppelpunkt is a part. Oder falls es kein Part ist, weil ihr da sonst irgendwas reingepackt habt. Then continue end. Dann wird das Ganze übergangen. Und falls es halt zutrifft, falls es erstens eine Nummer ist und zweitens ein Part ist, sagen wir dann self.stages in eckigen Klammern to number stage.name ist gleich stage. Dass wir jetzt schon in dem Ordner Stages für diesen Stage-Part die Stage drinstehen haben. Jetzt können wir die Stages bearbeiten, wie wir wollen. Ich sage auf jeden Fall schon mal Stage.canCollide ist gleich false, weil ich will damit nicht kollidieren können. Die sollen mir egal sein können. Und Stage.transparency ist gleich 1, weil das soll auch unsichtbar sein. Dadurch werden aber die Surface GUIs nicht unsichtbar, sondern sie bleiben sichtbar. Und das ist alles, was wir machen müssen. Aber weil ich weiß, dass unter euch einige Banausen sind, die hier diese Ordnung nicht haben werden, bei denen das falsch sortiert sein wird, bei denen vielleicht die 2 eine 20 ist oder sonst was, schreiben wir jetzt noch einen weiteren Loop, der sicherstellt, dass die Sachen auch richtig sortiert sind oder zumindest, dass es keinen Error direkt gibt, falls irgendwas falsch läuft. Das heißt, wir erstellen uns erstmal eine Kopie von den Stages Table. Local Table Kopie. Und da kommt dann meine Library ins Spiel. Conny Library Doppelpunkt Table kopieren in Klammern self.stages. So. Falls ihr, wie gesagt, meine Library nicht verwenden wollt, so, ich ziehe die nochmal rein, dann guckt euch die Library an, sucht nach der Funktion Table kopieren. Das ist eine komplette normale Deep Copy, wie man sie kennt, und pastet euch die woanders rein und callt sie von dort. Ich bleibe aber bei dieser einen Zeile, die reicht mir. Dann sage ich self.stages ist wieder ein leerer Table. Und jetzt machen wir den Table nochmal ordentlich, und zwar mit einem zweiten Loop for index Komma value in pairs. Das ist wichtig, dass wir pairs und nicht iPairs machen, weil sonst, wenn ihr zum Beispiel statt Stage 2 Stage 20 macht und hier mehr als eine Lücke zwischen den Stages ist, dann wird die Lücke als Ende des Tables interpretiert und zählt gar nicht erst weiter, und dann habt ihr ein noch größeres Problem. Deswegen bitte in pairs und nicht in iPairs. Table Kopie do table.insert self.stages, value. Das bedeutet, nachdem wir jetzt unser self.stages kopiert haben und unsere self.stages leer gemacht haben, packen wir die Werte wieder in self.stages rein. Aber diesmal halt immer an Position 1. Das erste, was wir in der Kopie finden, ist an Position 1, das zweite ist an Position 2, 3, 4 und so weiter, um zu verhindern, dass hier Lücken entstehen und halt manche Stages nicht existieren, wir später zu Fehlern kommen. Damit das Ganze dann auch noch richtig funktioniert, sagen wir erstmal value.name ist gleich, und das ist wichtig, wir sagen jetzt Hashtag self.stages, weil wir können dem Wert Index nicht vertrauen. Der Index könnte falsch sein, falls diese Table-Kopie falsch ist. Deswegen gehen wir mit der Länge von self.stages, um dann wirklich zu sagen, das ist Stage 1, das ist Stage 2. Wir benennen das jetzt oben, und zwar in der richtigen Reihenfolge. Und am Ende setzen wir noch die Connection. Das heißt, wir sagen hier value.touched.connect function. Die Funktion nimmt natürlich wieder ein
Hit-Part rein. Und dieses Hit-Part ist ein Bass-Part. Jetzt sagen wir einfach Self, Doppelpunkt, Checkpoint, Touched, in Klammern, Hit-Part, Komma, ToNumber, Value.Name. Hier könntet ihr zum Beispiel nicht Hashtag SelfStages nehmen, weil ab dem Zeitpunkt, wo der Loop hier zu dem nächsten Punkt rübergegangen ist, ist Hashtag SelfStages dann wieder die nächste Stage. Das bedeutet, das wäre dann immer die Nummer der letzten Stage. Das bedeutet, sobald ihr den ersten Checkpoint berühren würdet, würde er speichern, dass ihr die Obby geschafft habt. Deswegen nehmen wir hier ToNumberValue.Name. Und Hitpart habe ich auch falsch geschrieben, deswegen ist Linting sehr schön. So, diese Funktion Checkpoint.Touched haben wir aber noch nicht geschrieben, die werden wir später schreiben. Aber schön ist, wir haben erstmal Setup Stages fertig. Und Setup Stages können wir ja schon mal callen. Und zwar hier unten, bevor alles fertig ist, schreiben wir hier Obby-Modul Doppelpunkt Setup Stages, damit das gecallt wird und die ganze Obby erstmal gesetupt wird. Und einfach weil wir es können, gehen wir mal in dieses Script hier rein und sagen jetzt erstmal Local Modul ist gleich require script.parent Doppelpunkt find first child obby modul. Wir requiren jetzt erstmal unser obby modul hier, damit wir einfach mal gucken können, ob wir vielleicht schon irgendwo Fehler eingebaut haben. Deswegen drücke ich jetzt auf Play und wir sehen keinen Fehler in der Konsole, aber wir sehen, es steht schon in der Konsole. Einerseits wird meine Library hier required, ist in Ordnung. Und hier sagt der Profile Service, API Services are unavailable, data will not be saved, weil wir in den Einstellungen von Roblox Studio jetzt nicht aktiviert haben, dass API Services aktiviert sind. Das heißt, wenn wir hier was ändern sollten an unseren Values, werden die Daten nicht gespeichert. Das wollen wir auch erstmal nicht. Die Obby ist aufgesetzt. Wir haben es jetzt noch nicht hundertprozentig verifizieren können. Wir können auf jeden Fall sagen, die Parts haben alle noch ihre richtigen Namen. Und wenn ich jetzt einen dieser Parts berühre hier, also diese Checkpoints berühre, die ihr auch seht, die wurden unsichtbar gemacht. Aber das Surface GUI ist noch drauf. Genauso auch hier. Surface GUI ist noch sichtbar, aber das Part ist unsichtbar und kann nicht mehr colliden, weil wir das so eingestellt haben. Wenn wir die jetzt berühren, dann wird es einen Error geben. Und zwar, weil es die Funktion Checkpoint Touched noch gar nicht gibt. Also wir gehen hier rein und Error. Attempt to call nil value. Checkpoint touched. Hier, sagt er auch. Perfekt. Das heißt, wir fangen jetzt an mit der Funktion Checkpoint touched. Wir kopieren uns erstmal das hier. Sagen dann wuppdiwupp. So, benennen das Ganze dann um in Checkpoint touched. Und nehmen da den value hit part rein. Was ein base part ist. Und die stage Nummer, welche eine Number ist. Ich schreibe hier erstmal rein Checkpoint touched. Doppelpunkt. Stage-Nummer. Und dann könnt ihr einmal sehen, was das Ganze macht. Ihr seht übrigens hier oben Max-Stage und Current-Stage ist auch in den Leader-Stats zu sehen. Und wenn ich hier reingehe, wird hier geprintet Checkpoint-Touched. Ich gehe weiter und jetzt sagt er Checkpoint-Touched 2. Das funktioniert also. Ich gehe zu Checkpoint-Nummer 3 und er printet in die Konsole Checkpoint-Touched 3. Er printet das aber sehr oft, weil wir noch kein Debounce drin haben. Er printet das jedes Mal, wenn das irgendwie von irgendwas berührt wird. Und 6. Es ist alles richtig aufgesetzt. Wir haben uns ja eben den Aufwand gemacht, diesen extra Loop hier zu erstellen. Alles nur für den Fall, dass hier was falsch aufgesetzt ist. Und das probieren wir mal aus. Und ich zeige euch dann, was das Problem ist. Wenn wir jetzt, wie in meinem Beispiel, statt 220 eingeben, dann wird das zwar so repariert, dass es jetzt so halbwegs funktioniert, aber es wird zu einem Problem führen. Ich drücke mal auf Play. Wir gehen auf Workspace, dann wieder auf Stages. Und ihr seht, es gibt nicht mehr die Stage 20. Es gibt wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aber die sind jetzt vielleicht in der falschen Reihenfolge. Wir gehen zu Checkpoint 1 und er sagt hier auch Checkpoint Touched 1. Wir gehen dann zu Checkpoint 2, welcher vorhin 20 hieß. Und jetzt sagt er hier Checkpoint 10. Jetzt haben wir Checkpoint 10 schon erreicht. Und das führt dann wiederum zu einem Fehler. Das bedeutet, macht es einfach richtig, Leute. Benennt eure Stages nicht falsch, benennt eure Stages richtig in der richtigen Reihenfolge, dann habt ihr solche Probleme gar nicht erst. Wir machen jetzt aber weiter mit der Checkpoint-Touched-Funktion. Das bedeutet, wir schreiben jetzt weiter. Wir sagen jetzt erstmal Local Spieler, Humanoid. Und hier können wir auch sagen, Spieler, Doppelpunkt ist ein Player und Humanoid, Doppelpunkt ist ein Humanoid. Und das ist gleich Conny Library, Doppelpunkt, GetSpieler from HitPart. Ihr könnt natürlich die Funktion wieder aus der Conny Library rausrippen. Das ist dann die Funktion hier, sehr simpel aufgebaut. Könnt ihr euch einfach rauskopieren, so sieht die aus. So, hier habt ihr sie einmal gesehen. Aber ich nehme sie jetzt einfach so, wie es ist. Dann haben wir uns hier auf jeden Fall viel Zeit gespart. Und jetzt sagen wir, if not Spieler, also falls wir keinen Spieler gefunden haben, or Humanoid.health ist kleiner gleich 0. Also falls es doch ein Spieler gefunden wurde, aber er vielleicht tot ist. Oder not Conny Library Doppelpunkt Gatekeeper in Klammern True String Spieler.UserID Punkt Punkt in Anführungsstrichen Stage Punkt Punkt in True String Stage Nummer, Komma 3 Then Return End.
Das heißt, wir checken erstmal, existiert der Spieler? Wenn ja, ist der Spieler noch am Leben? Und wenn ja, sagen wir jetzt Coiny Library Gatekeeper und fügen da einen lustigen String rein. Der String besteht aus der User-ID, dem Wort Stage und dann der Stage-Nummer und sagen dann drei. Gatekeeper ist eine Debounce-Funktion, die einfach sagt, die Funktion kann für diesen String hier, der String ist unique, weil er enthält die User-ID vom Spieler und er enthält diese eine Stage, das heißt, er ist unique für den Spieler und unique für die Stage, nur alle 3 Sekunden ausgeführt werden. Dann Return End. Aber falls das alles nicht der Fall ist, das heißt, falls der Debounce nicht aktiv ist, falls der Spieler existiert und falls er lebt, sagen wir self Doppelpunkt setStage in Klammern Spieler, StageNummer. Und jetzt müssen wir die Funktion setStage erstellen. Und für die Funktion setStage brauchen wir das getStage. Also das wird hier noch alles ziemlich verwinkelt. Wir kopieren uns erstmal das hier. Schreiben jetzt wieder hier Function ObbyModul Doppelpunkt setStage Spieler Stage Nummer. Sagen dann, Spieler ist ein Player und Stage Nummer ist eine Number. Und hier printen wir erstmal set Stage, Doppelpunkt, Spieler.name, Stage Nummer, damit ihr einmal seht, was passiert. Das bedeutet, wir gehen hier jetzt hin, springen hier rein und hier wurde jetzt Attempt to call nil value. Lustig. Ah, ich habe einen Fehler gemacht. Gatekeeper wird klein geschrieben in dem Fall. So, das K wird klein geschrieben. War mein Fehler. Wir drücken jetzt nochmal auf Play und jetzt funktioniert es dann sicher auch. Wir springen hier rein und hier steht setStage Conny 1 und das wird nur einmal geprintet. Wenn ich mich jetzt bewege, wird es ein zweites Mal gemacht und in 3 Sekunden wird es dann drittes Mal gemacht und in 3 Sekunden wird es dann... oder ich falle vorher runter. Alles klar, ich bin vorher runtergefallen. Aber ihr seht, nur alle 3 Sekunden kann ich die Stage hier für mich getten. Aber ich kann die hier natürlich, bevor die 3 Sekunden abgelaufen sind, holen. Und dasselbe gilt auch für die. Das bedeutet, der Debounce funktioniert, der Spieler wird gegettet. Ihr seht hier unten, setStage, Roblox Conny 3, 4, 5, 6. Es funktioniert. Das Spiel weiß Bescheid, wann ich welche Stage berührt habe. Wie ich vorhin schon sagte, für die Funktion setStage brauchen wir auf jeden Fall eine Funktion getStage. Und die werde ich jetzt erstmal schreiben. Und ich mache das jetzt mal schnell, weil das Video sonst viel zu lange dauert. So, ich habe die Funktion jetzt geschrieben. ObbyModul Doppelpunkt getStage. Die nimmt einen Spieler rein, der ist ein Player. Und die nimmt ein Value rein, der heißt Max or Current. Das bedeutet, wir können dann entscheiden, wollen wir die aktuelle Stage haben oder wollen wir die maximale Stage haben. Und es kann halt wirklich nur der Wert Max oder Current oder nichts sein. Und wenn es nichts ist, dann wird es automatisch zu Current. Okay, if not Spieler, then return end, ist klar. If not safe Spieler, Spieler, then. Und jetzt werden erstmal die Daten aufgesetzt. Also wenn wir in dem Ordner ObbyModul.Spieler diesen Spieler gar nicht erst drin haben, dann checken wir erstmal, hat der Datenmanager denn das Profil von dem Spieler? Hat er auf jeden Fall. Aber falls nicht, dann lass gut sein. Keine Ahnung, was da jetzt passiert ist. Wir brechen einfach mal ab. So, falls doch, sagen wir einfach self Spieler, Spieler ist gleich Datenmanager, Profile, Spieler.data. Dadurch werden jetzt die Daten von unserem Datenmanager, sprich exakt diese Daten aus dem Template, das wir hier erstellt haben, heißt Max Stage und Current Stage, in den richtigen Ordner verfrachtet. Als nächstes sagen wir dann Stage Number ist gleich Self Spieler, Spieler, Max or Current, Punkt, Punkt, Stage. Und da ist es wichtig, dass wir es richtig benennen. Also Max or Current heißt wirklich Current oder Max, weil wir es im Template auch so genannt haben. Wir haben es Max und Current genannt und beide Werte hören auf mit Stage. Ihr könnt auch statt Max or Current Stage machen, also hier den Wert Current Stage oder Max Stage reinnehmen und lasst dann dieses Punkt Punkt Stage weg. Falls ihr nicht versteht, was ich meine, dann schreibt es 1:1 so ab. If not Stage Number, then return End, weil dann gab es irgendwie wieder einen Fehler. Und jetzt sagen wir Stage Part ist gleich Self, get Stage Part from Number. Und da ist die nächste Funktion, die wir schreiben müssen. Und zwar, um erstmal das Part von der Stage Nummer zu bekommen. Und am Ende returnen wir die Stage Number und den Stage Part. Das heißt, wir schreiben jetzt die Funktion Stage, get Stage Part from Number. Das mache ich auch sehr schnell. Und die packe ich einfach mal weiter nach oben. Die kommt meiner Meinung nach nämlich direkt unter Setup Stages. So, get stage part from number. Stage Nummer nimmt sie rein. Und nicht iterieren. Das wird dann später wichtig, weil wir werden zurück iterieren, aber manchmal wollen wir auch nicht zurück iterieren. Und return dann part or nil. So, if not stage Nummer oder wenn die stage Nummer kleiner gleich 0 ist, dann return end. Dann gibt es diese stage Nummer nicht, weil es gibt keine stage 0 und es gibt keine stages, die kleiner sind als 0. So, jetzt sagen wir stage part ist gleich self.stages stage Nummer. So, wenn dieses stage part nicht gefunden wird und nicht iteriert werden soll, dann returnen wir uns selbst, also getStagePartFromNummer mit der StageNummer minus 1. Das heißt, falls Stage 11 nicht gefunden wird, soll er Stage 10 suchen. Falls Stage 10 nicht gefunden wird, soll er Stage 9 suchen und so weiter, bis er ankommt bei Stage 0 und dann sagt er, hä, irgendwas stimmt nicht, keine Ahnung, gibt's nicht. Sollte nicht passieren, aber
kann passieren, deswegen ist der Fall abgeregelt und falls halt nicht iterieren true ist, wird das Ganze sowieso umgangen und dann wird entweder das Stage Part returned oder es wird halt null returned, falls das Stage Part nicht gefunden wird. Ich hoffe, ihr versteht es, falls nicht, ihr wisst Bescheid, einfach abschreiben. Und jetzt, wo wir GetStage und GetStagePart from Nummer haben, können wir auch die Funktion SetStage schreiben und ich schreibe die auch einmal ganz schnell für euch fertig. So, und die Funktion SetStage sieht jetzt so aus. Wir nehmen den Spieler, die Stage-Nummer und wir nehmen einen Boolean Teleport. Und der ist standardmäßig auf False gesetzt. Also, falls wir keinen Spieler oder keine Stage-Nummer haben, Return End, ist klar, wie sollen wir eine Stage setten, wenn es sie nicht gibt? Oder wenn wir nicht wissen, welche. Teleport ist standardmäßig False, aber wir können optional auf True setzen. Hier steht auch, setzt die Current Stage und teleportiert den Spieler optional dahin. Weil es kann ja sein, dass wir das brauchen. Zum Beispiel, wenn wir ein Skip Stage Developer Product hinzufügen, dann wollen wir das natürlich machen. So, jetzt sagen wir, if not self Spieler Spieler, then self get stage Spieler. Setzt erstmal alle Daten, falls noch nicht geschehen. Ist unwahrscheinlich, weil wir werden später noch dafür sorgen, dass die Daten auf jeden Fall gesetzt werden. Aber nur für den Fall, dass sie nicht gesetzt wurden, aus welchem Grund auch immer, machen wir das hier. Müsst ihr nicht machen, ist einfach nur ein extra Layer an Sicherheit. Also self.spieler in eckigen Klammern spieler.currentStage ist gleich Stage-Nummer. Das heißt, wir setzen jetzt einfach die Stage-Nummer und jetzt sagen wir if self get stage Spieler ist größer als self.getStageSpielerMax, denn self.SpielerSpieler.maxStage ist gleich Stage-Nummer. Das bedeutet, falls die neue Current Stage größer ist als die Max-Stage, die der Spieler hat, dann setzen wir auch die Max-Stage auf die Current Stage, weil maximal ihr versteht. So, wir gehen jetzt einmal wieder rein in das Spiel, drücken auf Play und gucken, was wir alles geschafft haben. Wir springen auf die erste Stage und hier oben seht ihr Max Stage und Current Stage ist 1. Jetzt gehen wir weiter und sagen, Max Stage und Current Stage sind 2. Wir gehen zu Stage 3 und Max Stage und Current Stage sind 3. Aber was ist, wenn wir jetzt zurückgehen? Gute Frage. Wir gehen zurück und sehen, Max Stage ist 3 und Current Stage ist 2. Und Max Stage ist 3 und Current Stage ist 1. Das bedeutet, wir haben eine Obby gemacht, die man vor und zurückgehen kann, aber es wird auch gespeichert, was die maximale Stage ist. Wenn wir dann später noch einen Teleporter hinzufügen, also so ein GUI, wo wir sagen, nächste Stage, Stage davor, dann können wir easy sagen, zu welcher Stage kann man sich TP'en, bei welcher Stage muss er ein Dev Product kaufen. Das funktioniert schon. Das funktioniert schon. Das Einzige, was jetzt noch nicht funktioniert, ist, wenn wir sterben, dann spawnen wir immer noch am Spawn. Und dafür müssen wir noch ein bisschen was machen. Aber Leute, ihr habt jetzt schon wieder viel geschafft. Das heißt, trinkt noch einen Tee. Ruht euch nochmal aus, das war wieder eine Menge. Und ich habe vor allem auch ziemlich schnell jetzt alles gemacht. Denkt daran, wenn ihr nicht mitkommt, ihr könnt das Video auf langsamere Geschwindigkeit stellen. Ihr könnt das Video zweimal angucken. Macht's alles in Ruhe. Wenn ihr was nicht versteht, schreibt's einfach genauso ab. Und im Zweifelsfall könnt ihr natürlich auch Mitglied auf meinem Kanal werden. Unten in der Videobeschreibung ist der Discord-Channel verlinkt, auf den ihr als Mitglied zugreifen könnt. Ihr müsst natürlich euren Discord-Account mit eurem YouTube-Account verbinden, damit Discord Bescheid weiß, dass ihr Mitglied seid. Und dann könnt ihr den Code, den ich hier geschrieben habe, einfach rippen. Aber ich würde es natürlich appreciaten, wenn ihr es selber schreibt. So, jetzt brauchen wir im Grunde noch eine wichtige Funktion, und zwar die Teleport-Funktion. Die schreibe ich auch einmal ganz schnell fertig für uns. Die packe ich hier dazwischen, zwischen SetStage und GetStagePartFromNumber. So habe ich die geschrieben. Obby-Modul:Teleport. Also Spieler ist ein Player und StageNumber ist eine Number. Das kennen wir ja schon. Jetzt habe ich hier einfach mal ein Print reingeschrieben. Teleport, Spieler, StageNumber. Einfach nur, damit wir Bescheid wissen. Ihr könnt den Print wieder entfernen, weil es euch Prints nerven. Sehen wir später dann halt. If not Spieler or not Spieler.Character or not StageNumber, then Return End. Also falls der Spieler nicht existiert, falls der Spieler keinen Character hat oder keine StageNumber, dann Return End. Jetzt suchen wir uns den Character. Ist gleich Spieler.Character. Humanoid ist gleich Character. Find for Stridebridge ist a Humanoid. Jetzt suchen wir uns noch das Stage Part, ist gleich Self get Stage Part from Number und Stage Number und wir sagen True. Wofür True? Weil wir nicht iterieren wollen. Wir wollen auf keinen Fall zurück iterieren, weil sonst kann das zu Fehlern führen. Deswegen haben wir diesen Boolean hier eingebaut. Bei get Stage ist es in Ordnung, dass wir zurück iterieren. Da ist es vollkommen in Ordnung, dass wir das machen. Aber bei Teleport wollen wir das nicht machen, weil sonst könnte ein Spieler zum Beispiel sagen, yo, ich möchte mich jetzt zu Stage 12 teleportieren. Und dann sagt das Spiel, okay, ich teleportiere dich zu Stage 10, weil Stage 12 habe ich nicht gefunden, aber 10 ist die nächst kleinere Zahl, die ich gefunden habe. Und trotzdem steht dann in den gespeicherten Daten oben, dass er Stage 12 hat, obwohl es keine 12 Stages gibt. Deswegen nicht iterieren auf True. So, jetzt sagen wir, if not Humanoid or Humanoid.health ist kleiner gleich 0, sprich, falls der Humanoid nicht existiert, falls der Spieler tot ist.
Oder falls es kein Stage Part gibt mit dieser Stage Nummer, dann Return End, dann können wir nicht teleportieren. Und falls doch, dann sagen wir Character Doppelpunkt Pivot to Stage Part Punkt C-Frame plus Vector 3 Punkt New 0, Humanoid Punkt Hip Height, 0. Das bedeutet, wir teleportieren genau zum C-Frame von unserem Stage Part, welcher ja exakt auf der Stage liegt, plus die Körpergröße, die Hip Height von unserem Humanoid. Das bedeutet, er wird dann exakt dorthin teleportiert und exakt dort stehen, wo das Part mit seinem Center of Mass liegen wird. Und dann returnen wir true, weil wir werden ja noch unser Spielerscript machen. Und unser Spielerscript will ja natürlich wissen, ob der Teleport erfolgreich war oder nicht. Deswegen returnen wir hier true, um zu sagen, Teleport war erfolgreich. So. Ich werde jetzt noch eine weitere Funktion vorbereiten, auf die wir in dem Video erstmal nicht mehr eingehen werden, weil es sonst zu viel wäre. Aber ich schreibe die Funktion schon mal rein, damit ihr sie habt. Und falls ihr ein bisschen smart seid, könnt ihr den Rest ja selbst programmieren. Die Funktion sieht dann so aus. Obi-Modul Doppelpunkt Lowest Part Position of Stage. Die nimmt nur den Spieler und returnt dann die niedrigste Position zwischen der aktuellen Stage, der Next Stage und der Last Stage. Sprich, wir haben hier dann erstmal die Current Stage Number und die Current Stage ist gleich Self-Doppelpunkt-Get-Stage-Spieler-Current. Die Next Stage ist dann Get-Stage-Part-From-Number-Current-Stage-Number plus 1. Und Last Stage ist dann Current-Stage-Number minus 1. Und jetzt müssen wir natürlich noch herausfinden, welcher dieser Checkpoints ist der niedrigste gelegen. Dafür schreiben wir eine Funktion getPosition y or math.huge. Das bedeutet return if part, then part.position.y else math.huge. Das bedeutet, falls es die next stage nicht gibt, die current stage nicht gibt, the last stage nicht gibt, dann returnt er math.huge. Ansonsten returnt er den y-Wert der Position von der Stage. Und jetzt sagen wir am Ende return math.min, das bedeutet der niedrigste Wert von diesen drei Stages Position.y. Ihr wisst Bescheid. Das ist einfach nur dafür da, um dann später zu sagen, yo, wenn der Spieler so viele Stats unterhalb der Stage ist, dann wird er direkt getötet, damit wir halt nicht, ich zeig's euch einfach mal, damit wir halt nicht runterspringen und dann richtig lange warten müssen, bis wir dann wirklich sterben. Das ist natürlich anstrengend, wir wollen direkt, wenn wir unter der Stage sind, wegploppen und wieder respawnen für das bessere Spielgefühl. Dafür gibt es diese Funktion. Wir werden die Funktion jetzt noch nicht nutzen, aber ihr wisst jetzt, wie wir das bekommen. Ich hoffe, ich habe hier nichts falsch geschrieben, weil das ist jetzt alles noch sehr theoretisch. Werden wir dann im nächsten Part sehen. Aber das Obi-Modul ist fertig. Das bedeutet, wir schreiben hier erstmal einen Haken rein. Falls ich was vergessen habe, werden wir es bestimmt noch herausfinden. Und jetzt kommt das Spielerscript. Ah, das Spielerscript. Und dafür können wir doch gleich dieses Script hier nehmen. Das benennen wir jetzt um Greatest Anime Plots Ever in Spielerscript. Mein Gott, wer hätte es gedacht? Und wir hören jetzt auf, den Spaß hier zu requiren. Das hier werde ich erstmal oben lassen, das kommt dann aber weg. Und wir requiren aber natürlich wieder die Conny Library. Die werden wir brauchen. Und wir holen uns jetzt das Obi-Modul. Das heißt, das, was ich eben gelöscht habe, werden wir jetzt nochmal machen, aber diesmal richtig. So, wir sagen Local Obi-Modul ist gleich require script.parent wait for child Obi-Modul. Und holen wir uns noch Services, die wir brauchen. Wir brauchen auf jeden Fall für das Spieler-Script den Spieler-Service. Das bedeutet players ist gleich game.getServicePlayers. Jetzt ist die Sache, wir haben den Player-Service hier jetzt schon mal geholt. Wir haben hier aber schon das Obi-Modul required. Das bedeutet, alles, was im Obi-Modul passiert, passiert, bevor diese Zeile ausgeführt wird. Im Obi-Modul, wir requiren hier den Datenmanager. Das bedeutet, was hier drunter passiert, passiert, nachdem die Daten gesetupt werden. Und im Datenmanager werden als erstes die Players required. Das bedeutet, in dem Moment, wo wir hier die Players requiren, ist der Player-Service da. Und wir brauchen hier nicht mehr schreiben game.getServicePlayers, sondern wir können hier einfach schreiben game.players. Dadurch sparen wir uns ungefähr einen Bruchteil von einem Bruchteil von einer Millisekunde. Aber wisst ihr was? Einfach nur, weil das so viele Gedankenexperimente sind und man da so viel falsch machen kann, schreibe ich trotzdem einfach aus Prinzip game.getServicePlayers, nur um sicher zu gehen. Wir brauchen auf jeden Fall local den Run-Service. Game.getService.RunService. Ja, wir könnten jetzt, wo es auch die Task Library gibt, auch mit der Task Library arbeiten, aber wir machen so. Und wir brauchen den Replicated Storage, weil der ist immer dafür da, um Sachen zum Spieler zu replizieren. Das bedeutet Game.getService.RepplicatedStorage. So, und jetzt setzen wir erstmal unser Spielermodul auf. Das heißt, das Spieler-Script hier ist ein Script. Aber wir werden es trotzdem so aufbauen wie ein Modul, weil wir haben eben alles mit Modulen gemacht und darum sollten wir aus dem Muster rausfallen. Wir schreiben jetzt statt Spieler-Script Spieler. Modul ist gleich ein Table. Spielermodul. Characters ist auch ein Table.
Und in dem Table werden dann Charakter drin sein, die als Charakter geindexed werden. Charakter ist kein eigener Data Type, deswegen lassen wir das sein mit dem Typing. Und wir brauchen natürlich Remote Events. Wir werden in dem Video noch nicht viel mit den Remote Events machen. Wir setzen sie nur erstmal auf für später. So, Local Teleport Remote Event ist gleich Instance.new Remote Event. Und jetzt sagen wir Teleport Remote Event.name ist gleich in Anführungsstrichen Teleport Request. Damit ihr immer in eurem Mindset drinstehen habt, Remote Events sind Anfragen. Wir müssen nicht machen, was uns gesagt wird vom Spieler. Wir gucken erstmal, ob der Spieler überhaupt sagen darf. Habt das immer in eurem Hinterkopf. Deswegen nennen wir das auch extra so. Und dann Teleport Remote Event.parent ist gleich Replicated Storage. So, dann machen wir natürlich noch das Skip Stage Remote Event. Wobei wir das vielleicht gar nicht nutzen werden. Vielleicht werden wir einfach sagen, yo, Teleport. Und in dem Moment, wo es nicht funktioniert, machen wir es zu einem Skip Stage. Wir werden es aber trotzdem erstmal machen. Wir benennen hier erstmal alle Teleports hier um in Skip Remote Event und wir benennen das Remote Event an sich natürlich auch um in Skip Request. Wie gesagt, ich habe mich noch nicht entschieden, ob wir das benutzen werden oder auch nicht. Manche Sachen bleiben offen, wir schreiben es erstmal hin und jetzt schreiben wir unsere Funktionen. Und das ist gar nicht mehr viel. Ihr seht, wir handhaben hier die Characters eigentlich. Mehr die Characters als die Spieler. Die Spieler werden ja schon eher von den Datenmanager und so gehandhabt. Hier geht es erstmal um die Charaktere. Das heißt, wir schreiben erstmal eine Function Character Removing. Mache ich mal. So, Function Spieler Modul Doppelpunkt Character Removing nimmt den Character rein. Ich printe es erstmal einfach nur, damit wir sehen, dass es funktioniert. Character removing character. Und wir sagen jetzt self.characters character ist gleich nil. Wir werden tracken, und zwar jeder einzelne Character von jedem Spieler, der in dem Spiel drin ist. Und das machen wir über diesen Table. Warum? Weil wir ja irgendwann checken wollen, ob die Spieler unterhalb des lowest part von ihrer Stage sind. Und dafür setzen wir das jetzt schon mal so auf. Dann brauchen wir noch eine Character-Edit-Funktion. Ganz simpel, schreibe ich jetzt auch erstmal schnell fertig. So, Spielermodul Character-Edit. Dann nehmen wir den Character und den Spieler rein für die Einfachheit. Wir sagen Character-Edit-Character. Self.characters-Character ist gleich Character. Das bedeutet, wir indexen mit den Charakter und setzen den Charakter, weil warum auch nicht. So, und jetzt sagen wir Local Current Stage ist gleich Obi-Modul Doppelpunkt Get Stage Spieler. Dafür brauchen wir den Spieler. Wir wollen erstmal wissen, was ist die aktuelle Stage. Falls es keine richtige Stage gibt, keine Ahnung, warum es das nicht geben sollte, weil Obi-Modul und Datenmanager in Kombination sorgen schon dafür, dass man immer eine Current Stage hat, selbst wenn man die Obi noch nicht gespielt hat, aber mal gucken. Wenn das hier geprintet wird, bin ich gespannt. Mal schauen. Und jetzt sagen wir run.steppedWait und wir sagen Obi-Modul Doppelpunkt Teleport Spieler zur Current Stage, weil wir kriegen hier, wenn wir getStage machen, zeige ich einmal getStage, return die Stage Number und den Stage Part und Teleport nimmt den Spieler und die Stage Number rein. Wir könnten hier Current Stage, Part machen und könnten dann selbst eine Teleport-Funktion schreiben. Das ist aber nicht der Sinn der Sache, weil wir haben unsere Teleport-Funktion schon. Und bevor wir Character Edit callen können, brauchen wir natürlich noch Player Edit. Damit haben wir eine Sache ein bisschen doppelt gemacht, aber so ist das Leben. Wir machen das jetzt so. So, hier steht jetzt einmal Player Edit. Da kriegen wir den Spieler, ist ein Player. Wir schreiben auch einmal in die Konsole Player Edit Spieler. Obi-Modul Doppelpunkt GetStage Spieler setzt erstmal alle Daten. Und das ist der Grund. Hier setzen wir jetzt die Daten für den Spieler in dem Obi-Modul fest. Die Daten sind schon im Datenmanager drin, aber sie müssen ins Obi-Modul reinkopiert werden. Und das machen wir über die Funktion GetStage, weil die Funktion GetStage haben wir ja gesagt, falls die Daten nicht existieren, dann hol dir die Daten vom Datenmanager. Deswegen ist es doppelt, wenn wir das hier bei SetStage machen, setzt erstmal alle Daten, falls noch nicht geschehen. Aber wer weiß, vielleicht ist es tatsächlich nicht geschehen, kann ja keiner wissen. Deswegen haben wir es doppelt gemacht, ist ein extra Layer Sicherheit. Wir machen es hier erstmal so. Wir sagen jetzt auch Spieler.characterEdit connect function character und hier sagen wir dann self.characterEditCharacterSpieler. Wir machen das so rum, damit wir den Charakter und den Spieler weiterpassen können in die Funktion characterEdit und falls der Charakter removed wird, machen wir hier characterRemovingCharacter. Und jetzt müssen wir das natürlich noch verbinden und das mache ich einfach mal mit playerEdit und playerRemoving. Das heißt 1, 2, 3. Players.playerEdit connect function Spieler, Spielermodul playerEditSpieler und wenn der Player removed wird, dann sagen wir einfach nur Obi-Modul.Spieler. In Klammern Spieler ist gleich nil. Dann werden die Daten auch wieder aus dem Obi-Modul rausgelöscht. Das heißt, falls das hier nicht passieren sollte, ist nicht so wichtig. Da ist nicht so wichtig, dass wir jetzt das mit dem Collection Service machen. So, wir haben hier oben Teleport und Skip Remote Requests gemacht. Können wir jetzt auch noch connecten? Ich zeige euch einmal kurz, wie man das macht. So würde man das dann machen. Einmal Teleport Remote Request on Server Event Doppelpunkt Connect Function. Nimmt den Spieler rein und die Stage Nummer.
Und dann sagen wir Teleport Request Spieler und Stage Nummer und Skip dasselbe Spieler und dann sagen wir Skip Request Spieler. Wie gesagt, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob wir das wirklich mit einem Remote Event bei dem Skip machen. Und jetzt müssen wir natürlich noch die Funktion Teleport Request und Skip Request schreiben. Das mache ich auch mal ganz schnell. So, wir haben hier einmal die Teleport Request geschrieben, dann nimmt den Spieler und die Stage Nummer rein. Wir sagen Teleport Request Spieler Stage Nummer. Vorher müssen wir noch die Berechtigung prüfen, kümmern wir uns später drum. Jetzt gehen wir davon aus, dass der Spieler immer die Berechtigung hat. Das ist natürlich unsicher, so könnt ihr das nicht lassen. So, falls die Berechtigungen da sind, sagen wir jetzt Obby-Modul Teleport Spieler Stage Nummer. Und damit die Stage auch nur bei Erfolg der Teleportation gespeichert wird, sagen wir if not, weil diese Funktion, die returnt ja, wie wir wissen, true, wenn die Teleportation erfolgreich war. Falls sie nicht erfolgreich war, sagen wir Teleportation fehlgeschlagen, vielleicht existiert die Stage noch nicht, was auch immer, und wir returnen. Falls sie erfolgreich war, sagen wir Obby-Modul Set Stage Stage Nummer. Normalerweise wird, wenn man zu einem neuen Paar teleportiert wird, berührt man das Paar ja auch und dann wird die Stage gesettet. Aber falls der Spieler komplett still bleibt, sich nicht bewegt, kann es sein, dass es nicht gespeichert wird. Deswegen speichern wir hier einfach nur für den Fall doppelt, für ein besseres Spielgefühl, damit man halt sehr schnell Skip, 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 Skip machen kann, wenn man möchte. Und dann Skip Request lassen wir erstmal sein. Prüfen, ob wir noch nicht die Max-Stage haben, müssen wir. Dann müssen wir das Dev-Product raushauen. Wenn das Dev-Product gekauft wurde, dann müssen wir die Max-Stage plus 1 und den Teleport zur Max-Stage machen. So würde die Skip Request dann aussehen. Und weil das mit den Dev-Products nochmal ein ganz anderes Thema ist, machen wir das später. Was wir auf jeden Fall noch brauchen, ist noch der Falldistanz-Checker. Und das wird dann ein Loop über alle Characters, die wir haben. Und dann wären wir so ziemlich fertig. Als nächstes bräuchten wir dann noch ein GUI, über das wir diese Teleport-Requests handeln können. Und das wäre es jetzt erstmal. Wenn wir jetzt auf Play drücken, dann sollte alles funktionieren, es sei denn, ich habe irgendwo einen groben Fehler eingebaut. So, wir sind im Spiel drin, sehen hier oben, Daten sind natürlich aufgesetzt. In der Konsole steht, wir haben die Corny Library required, API Services unavailable, das heißt, es wird nichts gespeichert. In Studio, in-game wird es schon gespeichert. So, Player Edit Roblox Conny, Character Edit Roblox Conny und danach Teleport Roblox Conny zu 0. Wir wurden jetzt zu Stage 0 teleportiert und Stage 0 gibt es nicht, dementsprechend ist da gar nichts passiert. So, wenn ich jetzt zu Stage 1 gehe, dann wurde Stage 1 gespeichert und wenn ich jetzt zu Stage 2 gehe, wird Stage 2 gespeichert. Wenn ich jetzt runterfalle, dauert das natürlich noch eine Weile, bis ich unten bin und es dauert eine Weile, bis ich respawne und ich respawne und bin direkt wieder auf Stage 2. Es funktioniert. Und ich habe den Sprung wieder nicht geschafft, das heißt, ich komme dann wieder zu Stage 2. Hier unten steht dann auch Teleport Conny zu 2 und es funktioniert einfach. Immer wieder, wenn der Charakter geaddet wird, dann werde ich auch wieder zu Stage 2 teleportiert. Character Removing, es funktioniert, wir sehen in der Konsole, alles ist richtig miteinander connected, alles funktioniert. Und genauso soll das auch sein. Jetzt ist die Obby natürlich komplett basic aufgebaut und ihr seht, um so eine richtig simple Obby, bei der nur die Grundfunktionen funktionieren, zu bauen, da steckt schon eine Menge Arbeit hinter. Und jetzt stellt euch mal vor, wie viel Arbeit es wäre, dann noch ein fettes Spiel zu machen, wie zum Beispiel einen guten Simulator oder meinetwegen auch ein Roleplay-Game. Da steckt richtig viel Arbeit hinter solchen Spielen und deswegen kann ich auch nicht zu all solchen Spielen Instant-Videos machen. Was das Spiel hier angeht, wir können jetzt für die Game-Experience... Das habe ich vorher schon gemacht. Ich habe hier bei Starter Player habe ich den Walk Speed auf 26 hochgestellt, Jump Power auf 60 hochgestellt, Character Use Jump Power aktiviert. Und was ihr noch machen könnt, ist, ihr geht auf Players und schreibt hier bei Respawn Time 0 rein. Das bedeutet, die Spieler bleiben nicht tot liegen, sondern sie respawnen direkt. Das ist eine schöne und wichtige Einstellung für Obbys, damit die Spieler-Experience besser wird. Was ihr jetzt auf jeden Fall habt, ist das Wissen, erstens, wie man eine schöne Obby baut, solltet ihr aus den anderen Videos von vorher haben. Das Wissen, wie man diese Obby jetzt so baut, dass die Stages gespeichert werden, dass man nach dem Tod zu seiner Stage teleportiert wird und so weiter und so fort. Alles weitere, zum Beispiel der Falldistanz-Checker, dass man erst, dass wenn man hier ist, dass man schon direkt respawned wird. Zum Beispiel Kill-Parts, sich bewegende Parts, das GUI, dass man selbst die Stages skippen kann und sich teleportieren kann, zu welcher Stage man möchte. Das werde ich euch alles in Teil 2 dieses Videos zeigen. Teil 2 lässt aber auf sich warten. Dieses Video hier war eine Menge Arbeit. Ich nehme jetzt eine Stunde und 27 Minuten schon auf. Das heißt, das Video zwischen beiden wird noch anstrengender. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Like da und ein Abo. Das hilft mir sehr. Lasst vor allem auch ein Like da, weil Teil 2 kommt erst, wenn wir die 300 Likes erreicht haben. Wenn wir die 300 Likes erreicht haben, dann werde ich anfangen, an Teil 2 zu arbeiten. Schreibt mir dann auf jeden Fall nochmal einen Kommentar, dass wir die 300 Likes haben, weil sonst kriege ich es vielleicht gar nicht erst mit. Ich gucke ja nicht bei jedem Video permanent drauf, ob wir die 300 Likes haben. Und ich hoffe, dass ihr mit den Grundlagen, die ich euch hier gezeigt habe, schon mal eure eigenen ersten Spiele erstellen könnt. Das war's erstmal mit dem Video. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Bis dann und ciao!